Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Und da sind wir auch wieder zurück zur Masochist Challenge. Und ich habe wirklich Bock und das heißt, wir gehen hier direkt rein. Ja, letztes Mal, würde ich sagen, haben wir ein paar, aber auch wirklich ein paar Free Wins bekommen. Mal gucken, ob das hier weiter so sein wird oder nicht. Wir werden weiter klettern. Wir kommen in Gold ist jetzt noch übertrieben, ne? Aber wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Gold is the way we want to go. Außerdem brauchen wir noch 2 Legacy Packs, dann dürfen wir endlich mal wieder Legacy Packs öffnen. Heißt also auch hier, wir haben wirklich eine Chance und wir spielen gegen Love. Wir dürfen anfangen. Er spielt einfach Chaos Drache. Ich meine den Chaos Max Rang. Ist immer gefährlich, weil das könnte sein, dass er einfach Blue Eye spielt mit Chaos Max. Ja, er hat Erbe treibt komplett hier. Er hat einfach alles. So, was haben wir denn alles? Wir haben nicht alles. Ja, Millen bringt uns ja gar nicht so viel, muss man an dieser Stelle sagen. Ganz ehrlich, wir hoffen, dass er keine Zerstörung hat. Vielleicht kommt er damit nicht klar. Okay, Maxe. Also er spielt ein komplettes Meta-Deck. Er hat aber nur 14 Extra-Deck-Karten. So, Krebons. Ich meine, er kann jetzt ja 10 Monster beschwören. Das würde uns ja per se egal sein. Er hat 10 nicht. 10 nicht. Bitte nicht 10. 9. Weil es ja auch geht mit 10. Also selbst wenn er 6 Monster beschwört, er wird überleben. Er braucht einen Zerstörungseffekt. Das ist schon mal gut für uns. Er hat minus 1 gemacht. Okay, er spielt Cyber Dragon. Ich lasse es erstmal. Also an sich haben wir halt schon verloren, ne? Also da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. An sich haben wir verloren. Wir spielen noch kein 6er Synchro, ne? Ah, wir haben 5er. Wow, krass. Ja, er kommt jetzt weiter. Der Witz ist, wenn er Krebons nicht outen kann, ist das kein OTK. Also normalerweise wäre das ja instant hier OTK und es wäre komplett vorbei für mich. Aber ist es halt nicht, ne? Also das ist hier aktuell nicht ein OTK. Ich habe noch gesagt, er darf 5 Monster rufen. Er macht es auch. Kraftbündnis. Cyber End Dragon. Das wäre ziemlich lustig. Nee, Cyber-Zwillings da. Fair. Nee, okay. Er will hier das Game machen. Er kann 3-mal angreifen. Aber wie gesagt, Krebons. Ja, das werden wir natürlich jetzt hier aktivieren. Ja, dann halbieren wir die ATK. Sehr witzig, übrigens. Wir halbieren hier die Grund-ATK nur. So. Wie gesagt, aktuell. Oh nein, er geht auf diese fette, ne? Oh no, 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 no. Okay, das war's. Warte, kann die fette? Warte, verwende. Wo ist sie? Wo ist die fette Fusion? Da. Ja. Darf's jetzt aus dem Deck? Ne, Friedhof, glaube ich auch. Ja, okay, jetzt kommt Cyber End. Warte, was ruft der denn? Cyber End. Wer ist sein Auftrag? Das sind wirklich 5 Monster. Also 5 Angriffe. 1, 3, 1. Hä? Er verdient einfach 6.100 Angriffspunkte. 6.100 Angriffspunkte. Ja, es reicht nicht, ne? Er hat ein 800er Angriffspunktmonster. Ah gut, das ist jetzt ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen lustig. Oh, ist das dumm. Getrollt. Ja, das waren deine 3 Angriffe. Ah, no. Ah, der kann nicht angreifen. Ah, schön. Ja, Mensch. Ja! Okay, komm, das ist schon sehr witzig. Das ist ja ultra witzig. Ultra witzig. Okay, das ist
Oh, eins. Uns fehlt noch ein Legacy-Pack. Oh mein Gott, ist das lustig. Oh mein Gott, ist das lustig. Und ich call es noch. Oh, schön. Schön. Packs. Ich würde sagen, Crepon, beste Karte. Und das verdient uns ein Pack. Ja, egal. Wir brauchen keine Holos. Oh. Ich sage es, wir kriegen trotzdem Holo. Da sage ich doch nicht nein. Utopia, guten Tag. Auch wenn Utopia kommt, dann am Ende doch kein Super Rare Smite bei mir. Oder auch ist. Okay, wir fangen mal an. Mit Speere der Phantomritter. Geht nur bei Phantomritter, ist ärgerlich. Ey, das ist ja ironisch. Spielt ein Zardoch-Monster dann, okay. Oh, okay, 3 Level 8er. Bietet eine beliebige Anzahl Windmonster-Truter an. Außer Spielmacher und beschwöre gleiche Anzahl von Turbo und Girl, Stufe 3 Spezialbeschwörung. Ist nicht so gut. Oh, was ist das denn hier? Wenn du diese Karte ziehst, du kannst sie vorzeigen, beschwöre das Spezial von deiner Hand. Falls die Karte Spezial von deiner Hand beschworen wird, du kannst ein anderes offenes Monster im Spiel verwählen, verbannest bis zum Semper deines nächsten Zuges. Boah, das ist die Frage, ob wir das spielen wollen. Warte, wenn du diese Karte ziehst. Ja, darfst du nicht in der Starthand haben. Rhino! Das ist voll gut. Also, bringt das noch nichts? Oh, ein Rocket mit 1,8. Wenn der Fan Link muss sagen, während der Endphase sich dann 5,5 durch Kamera oder Kamera wird dorthin gelegt, wenn du kannst einem gehen speziell mit Deck bestellen. Er ist sehr gut. Und Super Rare? Oh, Eisjade. Ja, das ist natürlich leider nicht gut. Rocket, also an sich sind das, also Rhino, Rocket und Svee. Boah, da müssen wir mal eben ins Deck gucken. Was können wir denn da ändern? Ich überlege gerade. Also der Rocket, der ist schon 1,8 schon. Ich würde den mal reinnehmen, den rausnehmen, weil er halt im Spielfeld verlässt. Rhino ist halt erstmal. Ja, ich wollte den noch reinpacken. Statt zum Beispiel den. Und anstatt den. Wir haben ganz schön viel Metal Force Kram, ne? Können wir lieber so machen, das ist viel lustiger. Speichern. Spielen wir jetzt den oder nicht? Also wenn wir den drawn, ist der gut. Aber sonst ist er eher schlecht. Ich würde sagen, er passt nicht in das Combo. Ich weiß auch nicht, was wir rausnehmen sollen. Dementsprechend lasse ich das einfach mal. Der ist auf Wasser. Wäre der Dark, wäre echt gut. Mit Gräber uns gewonnen. Ach, immer noch sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Also, wenn wir jetzt gewinnen, ist 10 von 10, ne? Wir kriegen ein Master Pack, 10 Legacy Packs plus den Rank Up. Ey, was will man mehr? Lucky wollen wir sein. So wie der Gegner. Der Gegner will auch lucky sein. Aber eben Cyberdrache. Er hat auf dem Feld 20.000 Angriffspunkte. Mir so, egal. Er hat nicht mal verloren. Er scoopt halt, weil er den OTK nicht geschafft hat. Aber er hat ja nicht mal verloren unbedingt. Oha, ist das gut. Er spielt 11, aber ist egal. 2.000er Beatstick. Das wird schon ein Problem. Plus, ey, das müssen wir gewinnen. Inspector Borders, erste Mal hier in wahrer Action. Oh, schöne Karte, wenn man dieselbe hat immer. So, das heißt, der Gegner kann jetzt erstmal keine Effekte nutzen. Das ist sehr gut. Das heißt, der Gegner ist erstmal komplett geshutdownt. Ah, Tristane. Ich wollte gerade sagen, er ist ja Eisjade. Nee, ist Tristian. Okay, er hat noch Set. Wir müssen halt auch sowas wie Mirror Fuzz oder so wenn ich aufpassen. Oh. Goblin. Okay, das ist halt gut. Wie gesagt, er kann nix. Würde jetzt auch merken. Wird sich ein bisschen ärgern. Ich mich auch nicht. So. Ja, das ist schon mal blöd, ne? Finde ich jetzt aber nicht so blöd. Boah, ich habe echt Angst auf eine Mirror Force oder so, ne? Ich überlege gerade, Inspector Border wirklich die ganze Zeit in Defense zu haben. Weil was machen wir, wenn Inspector Border weggeht? Das ist jetzt gerade eine richtig gute Win-Con. Okay. Wir beschwören erstmal. Spielt er eine Mirror Force? Naja, wir gehen all in. Alles oder nichts.
okay, das geht schon mal durch. Das ist gut. So, wir gehen gierig rein jetzt. Also ich greife extra mit den Inspector Border nicht das Monster an, falls ein Droplet oder so kommt. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. So, wenn jetzt natürlich eine Zerstörungstrap kommt. Ah, ein Kräft und Schild. Okay. Ey, damit sind wir komplett fein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir holen gerade das Controlling an uns. Und mehr wollen wir nicht. Wir haben Erde, Wind. Wir haben das komplette Controlling auf unserer Side. Können auch gleich eine Synchrobeschwörung durchführen. Können wir sogar Effekte nutzen. Warte, vom Feld oder kein Spieler kann Monster aktivieren. Es sei denn, zwei Monster. Okay, ich kann den gar nicht rufen hier. So bringt da gar nichts. Ja, er merkt jetzt selber, dass so. Also, der Inspector Border ist natürlich schon ein Riesenproblem. Okay, ersetzt. Aber er spielt einen Kräftungsschild. Ey, er wird auch sowas wie Mirror vorspielen. Okay, oder auch vielleicht nicht. Boah, ich weiß es nicht. Spielt er sowas wie Mirror Force? Ich könnte auch ihn setzen, dann. Boah, ich weiß es nicht. Boah, eine Layla. Ja, das ist natürlich krass, aber bringt jetzt halt nichts. Also, man geht einfach in den Battle Phase. Greifen den an. Falls du Monster 2000 Defense hast, haben wir Kelch. Er hat wirklich Mirror Force. Aber es ist vollkommen okay. Er hat wirklich Mirror Force. Aber er hat sich schon set eben. Also, das wird ein Duell, was es in sich hat. So. Jetzt rufen wir die Dame. Boah, ist halt die Frage, ne? Ich glaube, wir nutzen den Effekt gleich erst, wenn sie einen Zug überlebt. Gehen die Endphase, millen hier 3. So. Jetzt bitte nicht unsere besten Karten. Das ist vollkommen fein. Das ist vollkommen fein. Ein paar Beatsticks und unser Gekritzel-Ungeheuer. Der ist schon sehr süß. Also, er ist schon. Warum ist er so süß? Muss ich nochmal angucken. So süß. Okay, er settet noch eine Karte. Er flippt auf Mitsuki. Okay. Das ist vollkommen fein. Sag ich, wie hier wäre dein Endphase. Okay. Kettet 1-9. Okay, ihr könnt jetzt. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Battle Phase. Wir machen das in Demon Step selbstverständlich. Demon Step. Können ihn hochbumpen. Seiner verliert. Zusätzlich zählt es bis zum Ende des Zuges. Das heißt, Layla bleibt auch auf dem Feld. Schweres Duell. Ich sag's euch so, wie es ist, ja. Wir müssen aber aufpassen, ne? Falls es gerade speziell schon wird, du kannst einen Golem in den Friedhof wählen. Ah, nur einen Friedhof, okay. Okay. So, wir können jetzt hier einen Spell and Trap zerstören. Ah, Tributmonster wäre natürlich viel geiler gewesen. So, die neu gesetzte, würde ich sagen, machen wir jetzt hier. Zerstören die neu gesetzte. Reißenattribut, alles richtig gemacht bisher. Mal beschwören. Und gehen in Battle Phase. Könnte es ein Riesenproblem werden. Ah, Sakura-Rüstung, das ist ein Riesenproblem. Aber hey, am Ende ist okay. Bitte keine guten. Nein, unser Alligator ist weg. Alligator. So. Aber wir haben unsere ganzen Spells noch. Dann ist starken Spells in unserem Deck. Wir werden jetzt Layla verlieren, natürlich leider. Ein Monster Spezialbeschwörung schon auf der Spielzeit des Gegners aktiviert wird. Ja, nur Monster-Effekt. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Und der Mitsuki ist gerade auch ein bisschen ärgerlich. Spannendes Duell! Wirklich spannendes Duell. Spannendes Duell. Sehr spannendes Duell. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen hier. Spannendes Duell. Also der bringt jetzt nichts mehr für unseren dunklen Alligator, leider. Wir könnten noch jederzeit... Okay, er kann was von mir verbannen, das ist komplett egal. Ich habe nichts, was im Friedhof irgendwas von Relevanz hat bei mir. Ja, Spezialbeschwörung in der Main Phase 2. Finde ich auch sehr wild. Boah, bitte mach eine Exit-Summon.
Bitte. Wenn der Effekt eines Monsters, das in diesem Spielzug spezialisch wurde, bitte mach einen Effekt Monster und nutze den Effekt. Bitte. Hätte noch mehr? Nee, der ist Krieger. Kann nur den rufen. Also for real, ne? Hätte ich die Masochist-Challenge und dieses Deck? Alter, ich würde mich ja sowas von freuen. Okay, er verbannt meinen Dino. Okay. Hat der Friedhofseffekt? Kann sein Hüter gar nichts mehr sein. Der Friedhof mir wahrscheinlich. Nee. Okay. So, er hat einen 1-9er und so. Ja, das 1-9er-Monster ist jetzt natürlich ein Problem. 1-9 ist jetzt natürlich ein Problem. 1-8 wäre ganz entspannt gewesen. Also 1-7. Dann könnte man einfach den in Defense rufen und dann kann er erstmal spielen. Wenn wir ein Tributmonster ziehen sollten, dann können wir natürlich All-In gehen. Spezialbeschwören, dann Tributbeschwören. Falls die Karte ist gut, wenn irgendwo, du kannst dir die Hand des Gegners ansehen und eine Karte in seiner Hand. Ist ja ein Face verbannt. Okay. So. Was kommt jetzt hier? Das ist jetzt hier die Frage. Ey, er überlegt so lange. Also er weiß wirklich nicht, was er rufen soll jetzt, ne? Hey, also, so unter uns, ne? Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn du einfach aufgibst. Ich meine, du schadest dir nicht, schadest mir nicht. Ist doch eine Win-Win-Situation, oder? Ey, Digi, du hast eine Option. Exit summon oder Link summon? Do your thing or pass. Kann man denn so lange überlegen dafür? Okay, man Exit summon. Okay, komm, was kommt jetzt? Oh, Arc, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, da funktioniert das wohl nicht. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt. Egal. Tributmonster. Boah, dunkle Clown. Also er ist ja nicht gut. Also er wird jetzt ja keine 10.000 Monster rufen. Das heißt, wir keepen erstmal die Ressourcen. Wir keepen die Ressourcen. So ein Ding ist das. Wir keepen die Ressourcen. Er kann auch speziell schon ein Monster, oder? Du kannst halb drauf gehen, speziell schon Monster auswählen. Okay, nur speziell schon ein Monster. Müssen wir aufpassen, natürlich. Wir keepen unsere Ressourcen. Wir haben 2 Tributmonster verloren. Okay, okay, aber wir hätten eh den Schädel dafür gebraucht, um die Tributbeschwörung hier zu haben. Battleface, ja, fair. Das ist vollkommen fein, ey. Das ist, hab gar kein Problem mit. Battleface Deck. Juhu. Hey, du gehst in Führung. Glückwunsch. Seid ihr gegönnt. Kein Problem mit. So, dann sind wir jetzt dran. So, was ziehen wir jetzt? Wir können Arc ein Leben wegnehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Ah, es nimmt schon viele Ressourcen raus, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Aber wenn wir einfach weiter ganz direkt angreifen lassen, ist auch nicht so der beste Way to go. Oh, okay. Ja, jetzt lohnt sich an der Exit-Summon auf jeden Fall, mein Lieber. Okay, gehen einfach in die Battle-Phase. Das ist natürlich ärgerlich. Das wiederum ist gut für uns. Dann können wir das hier machen. Also der Go-Go-Geist tut mir auch leid. Der verliert immer, weil er angegriffen... Also immer greift er an und verliert dann den Kampf, ey. Er denkt immer so, ja, 1-9, Angriff, bin ich stärker. Und dann immer so, oh ne, shit, dann doch nicht, schade. So, jetzt bräuchten wir ein Tributmonster. Okay, das ist sehr schlecht. Lol. Das ist natürlich sehr schlecht hier an dieser Stelle. Ah, dann müssen wir leider so machen.
Also an sich haben wir ultra gute Chancen, gegen ihn zu spielen. Ey, nächstes Mal höre ich auf meinen Instinkt. Ich habe noch gesagt, der spielt Mirror Force. Und dann, ja, kriegen wir auch die Quittung dafür. Battleface, ja, das ist okay. Vernünftig, jetzt mit den Stärksten angreifen. Das reicht ja. Ist ja egal, was er jetzt hier... So. Jetzt müssen wir hier aber... Wir werden was Gutes ziehen. It's too late. Aber dann machen wir noch das. Vielleicht kriegen wir ein Legacy Pack dafür. Vielleicht kriegen wir ein Legacy Pack. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Zu spät. Aber die hätte nicht mehr. Doch, nee, hätte nicht mehr ausgebracht. Wichtig. Alles vor der Battleface. Ganz wichtig. Boah, das ist natürlich ärgerlich. Egal, vielleicht kriegen wir ein Legacy Pack dafür. Dann hätte sich das alles gelohnt. Natürlich nicht. Zauber aktiviert, Falle aktiviert. Wir hätten noch eine Synchrobeschwörung oder so machen müssen. Ich gönn ihn das nicht. Crystal. Okay, er will es hier ernst meinen. Er meint es hier ernst, besser gesagt. Als Zweiter. Vollkommen fein. Fliegt davon. Kein Problem mit. Flieg davon, mein kleiner Sangan. Gute Hand. Boah, gute Hand. Also, das ist schon Power, was mein Deck bieten kann hier. Wir haben ATK Shrink, ATK Boost, 1-7, das heißt ein 2-7er, wir haben 3-2 ATK. Das sage ich nichts gegen. Und wenn wir sogar noch einen Dino ziehen sollten, ne? Dann... Ich dachte, ich habe Ja gedrückt. Dann haben wir sogar ein 3-9. Ja, ich sag mal so. Je nachdem, was der jetzt hier kombon will. Nee. Warte. Wir müssen erst gucken, ob er alles richtig macht. Aber, ja... Das ist halt vorbei. Das ist over. Er spielt ein komplettes Deck. Komplett Kombon. Ja, ja, das ist komplett over. Also Leute sagen immer, ja, du sollst nicht so schnell aufgeben. Aber ihr müsst es immer so sehen, ja? Also es ist sehr wichtig zu wissen, also hier, wie das Ganze so abläuft. Natürlich kann man immer auf einen Disconnect hoffen. Ne? Immer. Also das geht natürlich. Und wenn wir irgendwann beim Rank sind, wo wir downranken, also wo wir quasi runtergehen, wenn wir verlieren, dann natürlich lohnt sich Aufgeben gar nicht mehr. Aber jetzt gerade, wir können nicht downranken. Also wir bleiben ja immer jetzt Silber 4. Wir können ja 100 Mal verlieren, das ist egal. Das heißt von daher, das ist schon mal egal. Und zweitens natürlich, was ich nicht vergessen darf, ist, wie gesagt, ich besitze keine Kombination. Ihr habt gesehen, das Stärkste, was ich habe, sind einfach Monster, die irgendwie auf Beatstick-Niveau hochgepusht werden. Und Orkus zum Beispiel... Also legt ja in jedem Zug ein aktiv mehrere Bodies, die über 2000 ATK haben. Und da können wir halt nicht mithalten. Da können wir halt einfach nicht mithalten. Von daher müssen wir natürlich dann immer gucken. Ja, und hier scheinen wir zu haben einen Kumpel, der keinen Bock zu spielen hat. Das sieht doch gut aus für uns. Na gut, er hat 15 extra Karten. Das ist natürlich wiederum... Okay, McKnight. Guck, das meine ich so. Er spielt Beatsticks halt auch so. Und das ist halt, wo wir mithalten können, ne? Beatsticks. Aber Beatsticks alleine reicht da natürlich nicht. Wir müssen da auch was haben, dann, um dagegen anzukommen. Okay, 1-8. Das ist natürlich jetzt wirklich problematisch. Wir müssen ganz halt ATK, Grundsumme, ATK, der Monster, den du kontrollierst. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich würde sagen, dann beschwören wir doch. Ja, Defense. Ja, ich will den Dark behalten, falls wir den Dings sehen. Schon mit denen, dann gehen wir zurück. Also
Also wir haben echt viele Elemente auch, ne? Also es fällt mir immer wieder auf, so Rosenpaladin auch. Du kannst ja eine Karte deiner Hand auf den Friedhof legen, füge deine Pflanzenmonsterstufe 4 oder höher zu. Also wir haben hier verschiedene Mechaniken schon in unseren Kartenpool, ne? Also wir haben was für Pflanzen, wir haben was für Dinosaurier, was wir ja quasi gerade so ein bisschen mit am meisten verfolgen. Okay. Er hat Bock. Gladi. Okay, er gibt Zug ab. Hä, das ist ja voll strong für uns. Oh, Kettenzerstörung. Ja, leider haben wir jetzt kein Reptil auf dem Feld oder so. Dann würde ich sagen, rufen wir jetzt den Licht. Es ist so ärgerlich, dass wir keine Exits haben oder so machen können, ne? Oh, wir können aber das aktivieren. Ja, das ist doch super. Ich würde sagen, dann lassen wir ihn mal reinrennen. Oder wir rufen nächsten Zug Alligator. Nur bis zur Anzahl der Reptilien, was du nicht rotiert hast, ist natürlich ärgerlich. Also wenn er jetzt nichts macht. Ja, also ich würde auch nicht angreifen, wenn ich ein Gladiatorengeheuer habe. Check this out. Schau dir das mal an. Check this out. Oh nein, das ist schlecht. Also streng genommen immer noch nicht schlimm für uns. Pass, okay. Also, ja. Oh, das ist interessant. Was sagt er? Am Ende werden wir angegriffen und angegriffen. Ja, das ist ja klar. Ja, wir rufen den jetzt. Einfach 3-Threat. Und das sind Karten, die was machen können, ne? Gerade Falltum, Albtraum der Fallenstellerin. Also safe ginge das halt. Also safe ginge das halt. Fällt gerade auf, man sieht ja hier wirklich die Trap-Tricks. Also so dieses Hologramm, ne, von dem Mädchen. Und dann ist das ja eigentlich die eigentliche Kreatur. Schon cool. Okay, er spielt irgendwie wirklich halb Gladi. So, Pass. Ja, also keine Ahnung, was das jetzt hier wieder soll oder was er spielt. Also, ich weiß es auch nicht. Okay, 1-5, das ist supi. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Battle Phase. Up. Und jetzt gehen wir in Führung. Machen den weg. Angriff. Nein, wir boosten den nicht hoch. Das können wir gleich machen, falls er mal angreifen möchte. Nein, immer noch nicht. Aber ich sage, gehen wir zur Zugabe. Ey, das sieht nach einem Win aus. Das sieht nach einem Win aus. Nach einer Niederlage. Muss auch mal ein Win kommen wieder. Wir haben eh den besten Win dieser Folge, den ich je hatte bisher in der Challenge. Name ist am Cremons. Team. Ah, das ist Comedy pur, Alter. Ey, das ist doch der Moment. Das sind doch die Momente, die man hier sehen will in der Challenge, oder? Krass. Jetzt macht er auf einmal so Link Summoning. Pass, okay. Bekannt ihr was? Am Beginn des Demonstrators wird die Karte gegen einen Link-Monster gegen uns kämpft. Okay, nur wenn du gegen Link-Monster kämpft. Er kann ja lange warten bei mir. Er kann nur das Monster. WLAN auf das Monster. Das kann während des Spielzugs, in dem du diesen Effekt hast, nicht der. WLAN auf das Monster kontrolliert. Bis zum Ende des Spielzugs hat die gerne höhere Grundsumme. Kontrollierst. Es kann, wenn du Spielzugs nicht direkt. Ja, okay, das ist ja nice. Dann machen wir so. Ist das nicht Game dann? Wie viel Angriff? 6000, das ist Game. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Battle Phase. Greifen den an. Machen wir das so. Dann greifen wir den an. Möchte ich gerne. Ja, machen wir Demon Step. Wey! Ja! Boom! Gewinne ein Duell, in dem du mehr als 4000 Schaden machst. Win! Nehmen wir mit. Und wir sind Rank Up, was schon mal sehr geil ist. Und 100 und... Oh ja!
Wir dürfen 10 Legacy Packs aufmachen. Alter, ey, das läuft doch, die Challenge. Was für Silber, wir sind Gold bald. Shop. Wir gehen rein in natürlich Packs. Erstmal öffnen wir ganz entspannt hier unser verdientes Masterpack natürlich. Nehmen wir mit. Was haben wir da? Oh, ich hab's fast wieder gemacht. Okay, 2-1. Ja, das ist nicht so geil. Kornkreise, außerirdisch wieder. Wow. Naja, das ist auch in Deutsch nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, Phonton. Fusion, die nicht rufen können. Können wir nicht. Oh, ein Kaiju? Und eine Super Rare. Oh. Zwei Monster Stufe 1. Aha. Also der Kaiju wird Long Distance sehr interessant. Und dann haben wir natürlich noch hier. Ja, wir wollen 10 Packs öffnen. 10 Packs öffnen. Kaufen. Überspringen. Und was haben wir hier? Falsche 2, schade. Zwangs! Super Trap! Kein Spieler kann Monster spielen, dafür Friedrich beschwören. Nett. Okay, nicht so nett. Ja. Kannst ein Monster von Typ Drache oder Monster von Würm von deinem Friedhof verbannen beschwören. Ja, wir haben theoretisch Wurm, falls ihr den Friedhof klicken könnt, Gegner verschwören zu machen. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Kraken, lol. Normales Monster. DK. Wir haben der Battleface. Das ist gut. Für ein Monster von deinem Friedhof. Wähle ein Monster auf deine Schiffe mit niedriger Stufe. Ah, zweimal angreifen. DDD. Reduziere bis zur Endphase Stufe aller Monster kontrolliert um 1. Nein! Egal. Mir fällt gerade auf. Wir dürfen nochmal öffnen. Ich habe einen Fehler gehabt. Ist mir nicht gerade erst aufgefallen. Wir haben 20 Tickets, aber wir haben 30. Das heißt, ich darf nochmal 10 öffnen. Ich habe falsch gezählt, Leute. Alter, das ist hier... Nee, warte, wir machen das wie folgt, ja? Wir bauen unser Deck noch um und öffnen das in der nächsten Folge. Dann haben wir direkt in der nächsten Folge etwas. Das ist doch schön. Wir können jetzt aber eben unser Deck mal verbessern. Und zwar, wir haben bekommen einmal einen Drachen, der gar nicht mal so bad ist. Also der ist halt wirklich nicht so bad. Der macht halt 800 Schaden. Und wenn du einen Wurm hast, wir haben nur einen Wurm, ihn... Müssen wir mal gucken. ATK-Boost. Ritualmonster, ne. ATK-Boost ist nett. Der Gegner wird aus dem Counter. Nee. Das ist halt komplett busted, natürlich. Verbanne ein Weltmechanismus. Und kein Spieler kann Monster-Spezialschwimmer von Frieden beschwören. Ist halt so ein Floodgate-Ding. Wir müssen hier unser Deck aber weiter optimieren. Ich glaube, Puppenpflanze, wir brauchen diesen Lucky Moment nicht. Der ist ein Brick. So, ich würde sagen, speichern. Wir spielen immer noch genug Dinos. Wir spielen 1, 2, 3, 4 Dinos. Das ist immer noch okay. 4 Dinos ist immer noch okay. Ja, ich würde sagen, das kann man so machen. Zwangsevakuierungsgerät einfach busted, ey. Speichern. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Was ist von dieser Folge? Ich glaube, das größte Highlight ever haben wir hier erreicht. Wie gesagt, nächste Woche dann direkt weiter mit Legacy Pack Opening und natürlich mit der anderen Win. Hoffe ich doch zumindest. Also Leute, ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.